Haben wir denn eigentlich irgendwo mal dann... Ui, ein bisschen langsam, aber auch schick hier, ne? Also Landstraßen finde ich eigentlich immer mal einiges cooler als Autobahnen. Das ist wie, es ist im ETS genauso wie hier. Zisch. Auch wenn wir da nicht so ganz so schnell fahren können. So. Also dürfen. Tun tun wir es trotzdem, aber dürfen halt nicht. Das ist ein Unterschied. So, dann müssen wir auch nicht abbiegen. Nee, das geradeaus. Dann würde ich mal ganz kurz gerne in der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit mal ganz kurz die Karte aufblättern, um zu schauen, wo wir denn da rasten können. Ach, erst hier. Nicht, dass wir eine Längszeitüberschreitung haben. Ja, aber wir können tatsächlich sonst nirgendwo mehr rasten. Ja gut, man könnte sich natürlich einfach irgendwo hinstellen, aber das ist halt dann... Das ist eigentlich nicht so, ne? Ja, es ist halt unrealistisch, ne? Deswegen, aber hier ist sowieso keine Polizei. Das heißt, wer auch immer das meine Fahrakte kontrolliert. Pff, hey... Bekommt eh keiner mit. Hust, hust. Auch wenn das alles irgendwie... Wie lange im Nachhinein nachverfolgbar ist? Einige Wochen? Ja, irgendwie sowas. Aber gut. Irgendwie werden wir damit klarkommen, hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann nicht. Lässt doch mal alle in this wood, ja. Ich und mein Weihnachtsholz. Ich und mein Weihnachtsholz. Ach ja, das gute alte Weihnachtsholz. Es ist so vielseitig. Genauso wie dieser Bus vielseitig ist, wahrscheinlich auch bei Schnee fahren kann. Und das sieht jetzt so langsam aus, als ob sich da ein bisschen was zusammenbraut am Himmel. Das heißt, wir könnten vielleicht die nächsten Minuten Schnee bekommen. Ich weiß es aber nicht. Müsste man mal abwarten, ne? Ob das tatsächlich so ist oder ob das nicht so ist. Ich fände es irgendwie ganz cool. Ein bisschen Scheibenwischer-Action und so. Ein bisschen Wetteränderung. Ich glaube, das sieht eher aus, als ob es wieder aufklart, gell? Ja, das klart wieder auf. Schade. Also es wechselt von sonnig zu bewölkt, zu leicht bewölkt, zu sonnig, zu stark bewölkt. So halt irgendwie, ne? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was natürlich schade ist, aber da kannst du es halt einfach nichts machen, ne? Es ist einfach ein schöner, sonniger Sommertag, Wintertag. Das ist ein Bus und kein Düsenjet. Echt? Die Info wäre mir aber neu. Ich habe gedacht, das spinnt Pilot. Habe ich mich schon bei einer Jobbeschreibung verdammt, ne? Habe ich mich schon an der falschen Stelle beworben. Hab mich schon gewundert, wie lang die Startbahn hier ist, ne? Da kommst du ja nicht vor allem so wie Kurven, wie die macht. Da kommst du ja nicht auf die Geschwindigkeit, dass du abheben kannst oder so. Auch die Instrumente sehen ein bisschen anders aus. Aber ich habe mir gedacht, das ist dieses neumodische Zeug, was das alles irgendwie automatisch macht. Ich habe ja damals... Sehr interessant hier. Tatsächlich, dass es 2D ist, wirkt das halt aber leider ein bisschen... Naja, unbeholfen. Ein wenig, ja. Ein wenig sehr. Schade. Ich glaube, man hat auch absolut keinen... Ja, eben. Es hat leider absolut keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Sonst würde ich nämlich da ein bisschen gemütlich durch die Gegend tuckern. Aber hier mitten im Nichts ist halt nun mal einfach nicht so viel mit Schneeräumung. Da steht ja nun mal einfach ein bisschen weit auf der Straße. Ne, kenne ich ja auch. So ist es Leben auf dem Land. Ganz viel Schnee und ganz viel wenig geräumten Schnee und alles, was so irgendwie dazugehört, ne? Ich weiß nicht, dann geht das jetzt noch so weit. Ich möchte auch irgendwie gerne meine Pause machen. Jetzt ist gleich 11 und ich kann mir schon nicht da rechts in den Schnee stellen. Also für was anderes schon und dann da schöne Figürchen in den Schnee malen, ohne den Schnee zu berühren. Aber zum Pause machen, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vermute ich mal. Ich fahre vielleicht mal besser in den nächsten Rillen da drin. Aber weißt du, im Spiegel sieht das wieder geil aus mit dem Schnee. Da sieht es 3D aus, aber vor allem sieht er irgendwie 2D. Ich weiß auch gar nicht, warum. Kommt das vom Licht? Nee. Weil Licht habe ich halt eigentlich ganz gern an, ne? Sonst ist düster. Ich glaube links, gell? Wir wären ja von da rechts gekommen, genau. Falls es denn diese Route gegeben hätte, allerdings haben sie es nicht für nötig gehalten, eine Abfahrt hinzubauen. Ach, guck mal, hier ist so ein bisschen. Das finde ich aber irgendwie, das finde ich schnuffelig, so eine Mischung aus beidem. Das Problem ist halt, dass du kannst halt auch Splines oder die Map halt irgendwie nicht, da kann man irgendwie nicht 3D machen. Also das kann man schon, aber das ist dann, glaube ich, ja, dann kannst du performance-technisch, kannst du das Ganze, glaube ich, komplett in die Tonne treten. Deswegen ist es, glaube ich, so tatsächlich die sinnvollere Methode. Vielleicht schneit es, wenn wir
wieder aufwachen nach unseren 15 Minuten Pause oder 10 Minuten, was es auch immer sind. Läppische 10 Minuten da. So, Nase jucken vor der Kurve. Aber in der Kurve ist halt meistens ein bisschen schwierig, du. So, hui. Hui, wer auch immer diese Straße geplant hat, der hat auch Spaß gehabt, ne? Hui, Rechtskurve, hui, Linkskurve. Aber manchmal ist es auch so, dass man tatsächlich da, wo früher eben schon so eine schmale Straße war, eben so eine breite Straße baut, und orientiert man sich halt einfach daran, wo irgendwie schon Bäume gefällt sind, dass man halt nicht irgendwie extra sinnlos dann noch irgendwie Bäume umholzen muss, die dann da weichen müssen für so eine breite Straße. Genau, einmal Nummer 35, bitte. Ja, ich ja auch irgendwo kann ich das ja auch verstehen, so, ne? Aber irgendwie verstehe ich diese breite Straße hier nicht. Also es ist ja sehr viel los, wie man sieht. Ja, trettiert sich ja. Ja, haben sie auch gemerkt. Guck mal. Haben sie das gehört und haben sie gleich jede Spur geklaut. Ist auch durchaus sinnvoll. So. Ach, da war da wahrscheinlich hier, können sie LKWs überholen und hier fahren sie halt alle bitte gemütlich. Also ich fahre schon 70 Meter, Dame, ne? Was natürlich für Schnee auch so eine Sache ist, aber ich meine, noch langsamer, dann kommen wir zu spät. Ich muss ja noch Pause machen, so. Die Frage ist, was günstiger ist, der Strafzettel fürs Schnellfahren oder der Strafzettel fürs Pausenzeitüberschreiten? Was ist das Wasser da rechts? Jetzt guck mal, lass mal da Pause machen. Ist bestimmt schön da, im Wasser. Kühlt man doch ganz bestimmt nicht aus. Nun kommt das Eis kurz wieder raus. Nee, lass mal. Es hat was, das finde ich süß. Ist immer noch 60. Ja gut, dann juckel mal da so ein bisschen lang, ne? Juckel, juckel, juckel. Rutsch mir runter meinen Rücken. So, jetzt haben wir halt 11 Uhr, ne? Jetzt ist halt Pausenzeit. Ja, wenn die Kurve da ist, auf jeden Fall. Das ist doch da irgendwo diese Tankstelle gewesen, oder? Ach, da vorne, keine Ahnung. Wir müssen irgendwo rinfahren, wo wir ganz kurz Pause machen können. Auf dem Bordstein, oder? Nee, wir können da vorne die Tankstelle da reinfahren. Die freuen sich bestimmt über eine Pausenzeit. Ja. Ja, jetzt. Ich habe gerade einen Pausenplatz gesucht, ne? So, tanken brauchen wir nicht. Wir stellen uns dann irgendwo da auf den Betonplatz. So, upsala, da geht's ja runter. Dann einmal so. Lass uns vielleicht auf die Rückfahrkamera achten. Ja, das ist auch nur, das ist Luxus, ne? So, Dele. Einmal aussteigen. Also, sehr gerne Fahrgäste, ganz kurz Pause. Da könnt ihr euch bei der Tankstelle überteuerte Snacks kaufen, wenn ihr wollt. Vor allem die, die hier in das Kaff müssen, wo wir jetzt schon sind. Können Sie mal eine Pause einlegen? Einlegen? Ja, ich lege eine Pause ins Radio ein, wenn ihr wollt. Ha, ist ja witzig, ne? Also, rasten. Also, ich wollte echt eine Abmoderation machen, aber brauchen wir ja gar nicht, gell? So, das schneit es bestimmt gleich wieder, wenn wir da aufwachen, oder? Nö, leider nicht. Okay, es ist immer noch leicht bewölkt. Super, ne? Motor starten. Ach, guck mal, der läuft sogar noch. Guck mal, Batterie hat es überlebt. Ja, sind wir ja im Prinzip sind wir gleich da. Da könnten wir auch nochmal rasten, aber brauchen wir alles nicht mehr, ne? 12.12 Uhr, wann hätten wir denn da sein müssen? Ui. Ach, das ist die Uhrzeit. Ey, da haben wir noch voll viel Zeit. Sie bitte etwas heizen? Heizen? Ich weiß nicht, wie ich da heize. Warte mal ganz kurz. Hier, oder? Halt nach oben drücken, würde ich mal vorschlagen, weil alles andere verstehe ich jetzt halt nicht. Alles andere macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Ja, hauptsächlich kann die Lüfterrichtung verstellen. Das ist wichtig. Ne, das müsste das schon gewesen sein, oder? Ja, das müsste schon, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Ja, da, Klimaanlage. Ja, ich habe mal nach oben gedrückt, ne? Das müsste schon passen. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Nicht ganz so wild, aber die Fahrt. Ach, guck mal, jetzt zieht's wieder zu. Ja, aber tanken möchte ich nicht. Ich fahre da mal dran vorbei. Nicht, dass er noch denkt, ich möchte was in seinem teuren Sprit zapfen. So. Ich sehe da nichts.
Ist immer noch nichts. Also einfach mal fahren, ne? Einfach fahren, einfach fahren. Wie schon ein weiser, nicht weißer, sondern blau-gelber Fisch wusste, ne? Einfach fahren. So ging das doch, oder? Bestimmt, Josh. Genau so war das. Wo abbiegen. So, am besten erstmal in die Kreuzung reinschauen und dann. Ja, nee, du brauchst noch nicht so früh einlenken, Depp. Du brauchst beim besten Willen noch nicht so früh einlenken. Kannst aber wissen, du. Kannst auch schön wie viel weit später da rumfahren, ne? Nur, dass du es Bescheid weißt. Brauchst hier noch nicht lenken. Mensch, da fährt ein Bus vorbei. Was glaubst denn du? Der hat sogar Vorfahrt, ne? Depp. Aber der muss ja doch mal die Meinung sagen. Boah, das kann doch so nicht sein, Mensch. So, wenn es. Oh, Trempel. Flup. Flup. Habe ich mir das Fenster ein bisschen zugemacht, ne? Aber das kann doch so nicht sein. Das kann er doch nicht bringen, Mensch. Also ehrlich. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, ich brauche voll viel Platz, weil ich brauche so viel Platz wie mein Ego, ja. So ist es. Ich muss auch gar nicht abbiegen. Doch muss er. Ja, er muss abbiegen. Ach, da ist. Ach komm, da war noch grün. Das war noch grün. Hätte ich nicht gezögert, wäre auch noch grün gewesen, ne? Von dem her passt das schon. Jo, was haben wir da? Ach, guck mal, ein innenstädtlicher Teich. Immer noch ohne neue Schnee, aber so ist das Leben halt, ne? Das ist auch gar nicht. Ich kann mal probieren, ob man das irgendwo einstellen kann. Wahrscheinlich kann man das, aber ich bin da ein wenig. Ja, ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt. Also wegen mir hupen die. Ja, vielleicht schon, aber sie hätten keinen Grund. Sagen wir es mal so. Ja, ja, hätten sie natürlich nicht. Nein, nein, bei uns doch nicht. Nein. So, da ist frei, du. Da ist auch frei. Dann lasst uns mal beginnen, die wilde Fahrt, du. Swoosh. Und noch einmal hier lang. Hey, wie umhalten wir denn? Ach, so rumhalten, dann fahre ich nämlich einmal die Richtung. Ja, ja. Ach, guck mal, umfährt ein ICE. Süß. So, sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Schwerin. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Hier erreichen alle planmäßigen Tabla-Anschlüsse und so, ne? ICE blubbt nach Käsekuchen. Fährt gleich da ab von Gleis 5. Wenn wir Glück haben, kriegen sie es noch hin. Wenn ich zu lange doch brauche, um irgendwie ihr Gepäckluke da aufzumachen, dann. Reihe statt leider nicht mehr. Tut mir leid. So. Die freuen sich alle schon, ne? Dass sie gleich in so einem warmen Bus dürfen. So. Einmal auf die Karre und dann einmal hier zum Gepäckluk, ne? Dann können alle anderen ja schon mal weg und dann können wir euch einmal. Nee, Augsburg ist nicht, ne? Ja, nee. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Das ist super, ne? Es zieht doch bloß am Handy rum, ne? Ich schick ihn nach Karlsruhe, das merkt er gar nicht. Na, guck mal, hat er gar nicht gemerkt. Danke, aber ich fahre gar nicht mit ihm. Das ist traurig. Ja, das ist ein gültiges Ticket. Grüezi, bitte sehr. Grüezi, mit der Mond. Ach, wir fahren nach Hamburg, stimmt. Dann brauchen wir nicht nur. Hier ist mein Ticket. Nee. Och, ach nö. Hey, ich hoffe, ich bin hier richtig. Nee, bist du nicht. Sie einfach nach Augsburg wollen, ja, Mensch. Die ist aber klein. So, sie da. Nach Hamburg. Ja, da haben wir noch ganz viel Platz, du. Da glaubst du nicht. So, Diele. Salü. Oh je. Wir fahren aber auch gar nicht nach Frankreich. Hamburg. Ah, das passt ganz gut. Nee, Weihnachtsmarkt ist am anderen Ende der Stadt. Weil ich dir auch dir da empfehlen würde, nicht mehr so viel. Grüezi, bitte sehr. Grüezi nach Hamburg, da lässt er doch gut aus, du. Dann lass mal das Handy durchchecken, du. Das sieht da wunderbar, ist ja nichts mehr ausstehend. Hier verkauft brauchen wir da auch nicht. Dann können wir dir vielleicht die Zeit vorstellen, ein paar Minuten weiter, ha ja. Vielleicht ändert sich dann da ein bisschen was, ne? Ja, es ist immer noch schön sonnig. Schade. Über diese sonnigen Tage, das ist aber auch nur so eine Sache, ne? Das kann es halt auch nicht bringen. So, ihr habt jetzt hier eine Dreiviertelstunde gefroren wahrscheinlich. Ja, hier offenbar, aber. Na, so ist es Leben, ne? Da machst du nichts. Machst du dann mal. Wollte gerade schon sagen. Machst du mal den Motor an, Kollege, ne?
So, Fahrt starten habe ich gedrückt. Dann ist er noch einmal. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. So, die Halli, hallo, Hallöchen. Hier kannst du mal die Route anschauen, ob das so passt. Jo, so können wir doch fahren. Das ist in Ordnung, ne? So, sehr geehrte Fahrgäste, willkommen auf unserer Fahrt nach Hamburg in circa 1,5 Stunden, voraussichtlich 14.32 Uhr, wenn wir pünktlich sind, erreichen wir planmäßig unseren letzten Halt Hamburg, bla bla, alle dann aussteigen, bla bla, ist uns alle anderen gute Fahrt, ach, rechts vor links, gell? Anscheinend nicht, okay. Dann werde ich ihn fordern lassen, ne? Wenn mein Bus dann auch mal der Meinung ist, fahren zu wollen. Aber das ist auch so eine Sache, ne? Da bist du nie so ganz so sicher. So, da müssen wir wahrscheinlich nicht abbiegen. Ach doch, guck mal. Dann nehmen wir doch mal die Grünphase hier mit. So, einmal Grünphase zum Mitnehmen, bitte, ne? Das ist einmal Nummer 28. Einmal Nummer 28 zum Mitnehmen, bitte. Einmal Grünphase. Ja, so ist es, ne? Gibt's auch immer zum Mitnehmen. Das heißt sogar weniger Mehrwertsteuer. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt, gell? Das mit der Mehrwertsteuer. 53? Das dürfte aber eigentlich nur im Bereich der Toleranz liegen. Das ist egal. Ich komme damit klar, ne? Was ist denn die Tasten? Die Tasten voll habe, ja? Die Tasten habe ich voll als Busfahrer, ne? Immer Gav schon mit dabei, ne? Aber die Taschen voll, ey, wahrscheinlich nicht so, aber ich habe immer die Tasten voll, ne? Also nur der Kaffee, den brauchst du auch fach, ne? Vor allem, wenn es so kalt ist im Winter hier, ne? Da ist so ein schöner warmer Kaffee oder so ein leckerer Tee, wie ich jetzt hier stehen habe. Ist da was ganz Feines, vor allem, wenn man reden möchte, ne? Aber hier, weiß ich nicht, hier finde ich es schon wieder nicht ganz so schick wie in den anderen Käfern irgendwie. Also die anderen Käfer fand ich irgendwie liebevoller gestaltet als das hier. Gut, wahrscheinlich war der Release-Druck bei den anderen Dingen auch ein bisschen größer als hier. Beim Hauptspiel und der Hauptkarte, das kann ich durchaus nachvollziehen. Guck mal, schaffen wir doch noch locker. Guck mal, was er da so Angst hat, verstehe ich auch gar nicht. Das vertraut denn der dem Riesenbus, der um die Kurve schießt, nicht? Das ist aber... Das finde ich aber unverständlich. Der musst du doch vertrauen, Mensch. Ist doch ein guter, vielleicht. Eventuell, ich habe jetzt auch gar nicht aufs Navi geschaut, aber es zeigt geradeaus. Von dem her ist das ja ordentlich dann gar kein Problem, ne? Sondern gleich mal draußen hier aus dem Kaff. Nee, wahrscheinlich nicht. Das Kaff möchte uns noch lange hier drin behalten. Das ist natürlich in Ordnung. Das finde ich super cute. Wie das da vorne, ne? Es ist so eine super Warteschlange, das glaubt ihr nicht. Wenn ihr euch da in die Kasse anstellt bei Super Q, versteht ihr, weil Q, Englisch, Warteschlange und das Ding heißt Super Q. Also die Warteschlange, was es da nicht alles gibt an Service, da kann man, gibt sogar so einen Lounge-Bereich für die Warteschlange an der Kasse. Und da kannst du dir Kaffee bestellen und so und hast voll die coolen Sitze und sogar so ein First-Class-Berater und so ein Shit. Nicht witzig? Okay. Ich finde Super Q lustig. Für alle, die es nicht verstanden haben, ich rede darüber. Ich fand das witzig, ne? Hahaha. Alles gut, ich mach mal mit, ne? Weil Super Q ist einfach ein super Laden, der an Weihnachten auch zu hat. Achso, apropos, heute ist doch hier, warte mal, guck mal, hier in-game zumindest. Ist ja heute Heiligabend, ne? Und da gab es ja diese Sonderregelung, also die gibt es ja immer noch. Dass einige, also dass man im Prinzip als Lebensmittel-Einzelhandel, dass man im Prinzip am 24. irgendwie in den Vormittagsstunden irgendwie so ein paar Stunden öffnen darf oder so, ne? Und dieses Jahr, dadurch, dass es auf den Sonntag fällt, haben da eben einige Supermarktketten eben beschlossen, ja, okay, wir tun was für unsere Mitarbeiter. Wahrscheinlich haben sie sich aber nur gedacht, okay, wir tun was für unser Image. Und sagen eben, nee, da haben wir nicht offen und so und bla. Und andere machen das irgendwie trotzdem. Ja, so gut, einerseits muss ich sagen, es ist wahrscheinlich einfach marketingtechnisch so eine ganz interessante Sache, dass, ja, guck mal, wir sind für die Mitarbeiter da und bla, und wir dürfen zwar aufmachen, machen es aber nicht, weil wir so toll zu unseren Mitarbeitern sind. Es ist halt zum einen auch so, ja, glaube ich euch natürlich, aber zum anderen würde ich das auch nicht machen wollen, ne? Also ich bin froh, dass wir bei uns irgendwie nur am 23. dann abends irgendwie länger offen haben, also das halt irgendwie so als Alternative. Aber ich finde zum Beispiel eher die Leute verachtenswert, die tatsächlich sagen, okay, ja, ich gehöre zwar auch zum Beispiel zu Rewe oder Edeka oder sowas, aber ich habe irgendwie einen privaten Markt, deswegen darf ich selber entscheiden und ich mache trotzdem auf. Das fände ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein bisschen assig. Deswegen würde ich jetzt an meiner Stelle auch irgendwie da nicht hingehen wollen, ne? Also ich sowieso nicht.
Ich finde, es reicht doch vollkommen aus, wenn man am Abend vorher irgendwie das Obst oder Gemüse frisch kauft. Man muss es ja nicht ein halbes Jahr vorher kaufen. Man muss es ja nicht erst 10 Minuten vorher kaufen, sondern kann das ja dann schon bis am Abend vorher machen. Dass man dann Heiligabend, vor allem, man hat ja auch tatsächlich, man kennt das wahrscheinlich selber, hat man trotzdem viel zu tun vormittags, ne? Und angenommen, du musst jetzt da noch arbeiten, hast trotzdem eine Familie zu Hause, aber musst halt arbeiten, ne? Dann hast du für die Vorbereitung keine Zeit, dann wird das alles ein schön stressiger Tag. Deswegen finde ich es eigentlich ganz sinnvoll, dass das dann eben, ne, mal ein Tag nicht so ist. Meine Meinung, ne? Nur weil es mir gerade so eingefallen ist, ne? Weil Super Q dann vielleicht auch offen hat, ich weiß es nicht. Das sind solche Dorbischleuder, Kolblauen davon.